Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Jo, moin, ihr Flüt, und ahoi, liebe Landratten und Rättchen, und damit herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Hier mit eurem Zug- und Schiffsführer Valvorik. Und der Anno ist auch wieder dabei. Hallo. Ich vertraue einfach mal, dass du die Musik des Spiels nachtrillerst. Die ist in meinem Kopf. Ah, die berühmten Stimmen und die berühmte Musik im Kopf. Wir haben einen Plan gefasst. Wir wollen Irving und Los Angeles hier miteinander verbinden. Mhm. Die liegen an diesen Flüsschen und rundherum Berge. Die haben es sehr schwer, sich zu connecten. Aber wir machen es möglich. Mit Hilfe einer Schiffchen. Nicht wahr? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja auch noch ideal so. Mhm. Gerade connecten. Ach so. Geld. Das gute Geld mal wieder. Die ist gute. Hä? So, wieso ist das Fenster aber eigentlich so riesig, ey? Tja. Ach so, ja. Okay, Entschuldigung. hier so. Also befahrbarem Wasser. Ich hol den eigentlich. Okay. Wieso? Ist doch kein befahrbar, okay. So geht's. Joa. Passt das so für dich? Joa. Gut. Flup. Plumps. Plumps. Das ist nochmal richtig geil. So. Okay. Dann bauen wir noch ein Depot. Ganz egal, wo wir das eigentlich bauen. Joa. Ich würde es eher dahinter setzen. Macht Sinn, dann ist es nicht so im Weg auf der Strecke. Vielleicht gleich daneben? Mhm. So rum? Ja. Joa. Das braucht keinen Straßenanschluss. Ah. Das ist ein Schiffsdepot. Ja, aber trotzdem müssen da die Arbeiter hinkommen. Ach, da legt er auf einmal Wert auf Genauigkeit. Okay. Das macht total Sinn. Schön. So. Gleich zwei kaufen, oder? Joa. So. Brauchen wir aber ein Darlehen für, weil... ein bisschen Kohle. Nervt mich das aber gerade auch ein bisschen. Das war aber letztes Mal nicht so extrem, oder? Hast du irgendwie... Ich hab nichts verändert. Okay. So. Nein, ich möchte nicht bauen. Vielen Dank. So, dann kaufen wir mal die Rigi. Rigi. So. Eine neue Linie. Von Irving nach... Sehr viel offen. Einfach nur Fenster. So, sehr schön. Und das nehmen wir S. Losa. S schon Schnellbahn, ne? Stimmt. Fuck. Wasser? Ja. Wasserschiff. Losa. Irvi.
Gut. Sehr schön. Tschu-tschu, da fahren sie aus. Juhu. Wenn man die jetzt ganz nah beobachtet, okay, so natürlich nicht, aber von der Seite ist das, glaube ich, so ein Schaufelrad-Ding, ne? Da, wo Rigi dran steht, ist, glaube ich, so ein Schaufelrad drin. Wenn man das irgendwie erkennt, da hat man sie ganz kurz erkannt. Ah ja, Ich finde es krass, wie die Fahne vorne im Wind steht. Ja, wieder eins. Bei der Geschwindigkeit. Ich glaube, das könnte man noch anpassen, oder? Das Aussehen. Der Schiff, von der Flagge auch. Oder ging das nur mit einem Mod? Keine Ahnung. Ich weiß, man kann die Fahrzeugfarbe anpassen. Ich dachte, man konnte diese Flagge auch anpassen. Kann mich aber auch täuschen. Einer fährt gleich direkt weiter. Sehr clever. Sehr clever. Gut gemacht, Jungs. Alter, was die für eine Rauchfahne. Ja, das ist total gesund. Dots. Okay, sehr schön. Jo, was wir jetzt eigentlich bräuchten, wäre so eine Art kleine Buslinie in diesen zwei Städten. Das wäre halt auch wieder ideal, wenn wir da so im Kreis fahren. Ja. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die so drauf sind. Ja. So irgendwie? Außer die drei Gebäude abzureißen wahrscheinlich. Ich finde es schön, dass sie schon gar nichts mehr sagen. Wie gefällt dir die Straßenidee mit dieser großen Straße? Joa. Generell? Okay. Gut, dann... Drei Gebäude sind das. Mir würde das halt ganz gut gefallen, wenn wir dann da gleich umdrehen könnten, wenn wir von daher kommen und dann gleich da weiterfahren. Das heißt, irgendwie müssen die Häuser da dran glauben. Irgendeins muss dran glauben. Ja, die zwei. Wolltest du da oben auch noch links? Ja, so im Kreis dachte ich mir. Ach so, ich dachte, du wolltest durch die Innenstadt da durch, okay. So, im Kreis? Oder findest du das doof? Weil wir nicht alles abdecken? Ja, wir kommen halt in der. Die Mitte wird halt zwar Reichweite haben, aber die Leute werden nicht so unbedingt drauf getriggert sein, wenn der Weg lang ist, ne? Der Laufweg. Aber machen wir ruhig. Jetzt bin ich verunsichert. Achso, meinst du, es reicht, wenn wir so fahren? Joa. Hast du auch wieder recht. Okay. Man kann später eine entgegengesetzte Linie oben rum machen, wenn es oben weiter ausgebaut ist. Dass eine jetzt unten im Uhrzeigersinn, die andere dann oben rum im anderen Kreis, der da existiert, gegen Uhrzeigersinn, dann blockieren sie sich nicht gegenseitig und dann ist auch alles abgedeckt. War nicht möglich. War nicht möglich. Mach mal diese Zipfel am Ende der Straßen weg, dann müsste es gehen.
Gefühl. Nein. Oh ne. Hm. Ja, egal, dann halt nicht. Keine Ahnung, was da jetzt doch lügt's mir. Das ist eine ganz einfache Straße, das ist gerade eine Linie. Okay, was bauen wir da? Busse oder Busse. Wieder eine Tram? Nö, dafür ist, glaube ich, die Stadt zu klein für Tram. Okay. Bus, wir brauchen Bus. Was geht denn ohne? Gut. Warte mal, hast du diesen Trailer gesehen? Was? Bus, wir brauchen Bus? Nee, Bus, wir brauchen Bus. Nein. Okay, gut, dann vergiss es, habe ich nichts gesagt. Der HVV, also Hamburger, oder nee, die Hochbahn aus Hamburg. Okay. Hat Ende letzten Jahres, so im November oder irgendwie sowas, keine Ahnung wann genau, erst mit so total nerviger Scooter-Musik Werbung für die Busse, für die S-Bahn und U-Bahn und so gemacht. Mhm. Und dann im Anschluss, wir haben ja auch noch Busse, und dann fängt dieser Sänger von, nämlich Bus, wir brauchen Bus. Exakt das. Ich dachte, hä? Hat Wolfgang jetzt ernsthaft dieses komische Video von der Hamburger Hochbahn geguckt? Ja, sicher. Ist ja toll, dass auf unserer neu gebauten Straße erstmal so eine tolle neue Querstraße sich gleich reingezogen hat. Die Spinnen. Dabei bräuchte ich es hier noch nicht, oder vielleicht für die Zukunft? Oder bauen wir es dann später nach? Bauen wir es später nach. Du passt immer die Linien an, gell? Hast du mal gesagt? Ja. So, sollen wir da durchfahren? Zurück? Oder hier zurück? Hier zurück, oder? Wo wir es gerade gebaut haben. Ja, sonst haben wir ja keinen Ring. Wenn du jetzt da oben fährst, dann... Hä? Ja. Ja. Wir müssten aber einmal irgendwie den Hafen ansteuern, ne? Ja, da, oder? Warte, ist das Reichweite? Ich suche Reichweite, die ist voll das geile Deutsch. Ist halt so blöd angezeigt. So dumm. Ja, mach mal rechtsklick, mach mal weg. Oh, ey, die Scheiße. Raus. Und klick dann die Autosave. Ja. Gerade nicht? Glaub nicht, ne? Naja, gerade nicht. Obwohl, es wird heller. Siehst du es? Aber ganz wenn minimal. Ich wegmach, ja. Ja, doch, das dürfte lang. Sonst baue ich es halt, daher, ist ja völlig egal. Ja, es ist halt, ja, nee, komm. Es ist halt nach der Bahn, nach dem Ding. Ich zeig dir irgendwann, muss ich dir mal zeigen, wie ich das bei mir gebaut habe. Du wirst durchdrehen bei mir, glaube ich. Irgendwann zeige ich dir meins. Okay, so. Bei dem weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das wirklich belassen soll. Sind zu knapp hintereinander. Du kannst es ja ein bisschen mehr mittiger da bei dem hellen Industrieding hinsetzen. Oder ich baue das hier noch weiter nach unten. Geht auch. Baue ich das da hier und dann da so, ja. Ja. Passt. Okay. Boah, die Stressmusik gerade. Boah, die Scheißmusik. Boah, die Stressmusik. Das klang ehrlich so wie so völlig happy. So. Ja, so überdreht so. So. Das nennen wir Bus. Das war Lars. Wie hieß das andere? Irving. Irwie. Ich finde auch toll, wie unsere Straßen heißen. 12. Straße, 1. Straße, 13. Straße. Voll die kreativen Namen in dieser Stadt. Und dann haben wir Locuto Street.
göttlich. Okay, gut. Dann brauchen wir noch ein Busdepot. Da hinten machen wir auch Bus, oder? Joa. Sollen wir zwei Depots machen oder eins? Zwei. Bis hier auf ein Pferd darüber gewatscht ist und zwei Jahre vergangen. Sind die tot? Es kommen ja jetzt schon die ersten Nachrichten, dass irgendwelche alten Pferdedinger da verfallen sind. Depot? Danke. Aber Straßen, genau. Hier so? Jo. Jo. Okay. Wie viel? Wie viel hätten es denn gerne? Es waren zwei. Das ist eine kleine Stadt. Ein Busring. Wupp. Gut. Los geht's. Sind schon irgendwelche Leute auf den Schiffen eigentlich? Nope. Hat sie noch nicht drum gesprochen. Wachst gut, die eine Stadt hat ja auch gar keinen Anschluss an den Hafen, ne? die Los Angeles. Der ist ja so weit weg vom Schluss, dass er glaube ich gar keine Reichweite in die Stadt hat, ne? Sieht man das? Ja, okay, 3-4 Gebäude da oben noch. Ah, stimmt, da sieht man es, okay. Gut. Da würde ich jetzt Folgendes machen. Straße. Genau, und zwar einmal nach links rüber. Warte mal, so, circa. So, irgendwie, in etwa. Ja, aber unterhalb der Gebäude. Da, Unterhalb! So zum Beispiel, genau, ja. Okay. Ist da für ein riesen Berg am Flussufer? Das ist ja krass, ey. Warte mal, das sieht terrainmäßig sehr hässlich aus. Ja, werden wir was anpassen. Jetzt sieht's besser aus. Wenn du übrigens dieses Gleichheitsding nimmst, dann genau. Ja. Ja. Ja, passt so. Genau. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so wie ein Unfall aus. Nur so ein halber. So, soll ich dir mal sagen, wie ich die Bushaltestellen hier verteilen würde? Mach mal. Was ist das jetzt? Oh, neue Fahrzeuge. Okay. Ja, dankeschön. Dankeschön. So, ich fange dann immer am Hafen an, also direkt unten am Hafen. Eine vor der Kreuzung, also von der linken Straße kommt, da genau. So, dann oben. Beim ersten gelben Gebäude. Da? Ja, genau. Plumps. Dann oben bei der letzten Kreuzung. Plumps. Da, genau. Ja. Dann bei dem ersten blauen, genau. Ja, ein bisschen weiter, ein Stück weiter zurück. Da, genau. Echt da? Ja. Okay. Ich bin sehr penibel, was das angeht, weil ich denke, wenn dann brauche ich es realistisch, dass die Leute da nicht. Ne, egal. Dann unten bei der Kreuzung. Diese Höhenunterschiede sind da auch schon geil in der Stadt. Ich bin gespannt, wie unsere Pferde kutschen, dass sie hinkriegen. So 2 km/h. genau. Und genau, ja. Also ein bisschen weiter rein kannst ruhig. Da, genau. Mhm. Und weiter nach unten. Unten. Nee, nicht da. Wir wollen ja nach unten auf die andere graue Straße zusteuern. Nimm ruhig die eine Kreuzung, wo es nochmal. Genau. Na schau, ja. Sind wir gar nicht so unterschiedlich. Jo. Aber es ist ein Irving. Okay.
Danke, ja, das sieht ganz gut aus. Bin jetzt nur, weiß nicht, mit der bin ich jetzt vielleicht nicht ganz so happy. Soll ich die dann noch nach hinten bauen? Dass ich da hinten noch die anspreche? Ja. Na gut, dann sind wir halt wieder hinter der Kreuzung. Okay. Oder passt das schon so? Du kannst ja mal gucken, ob der überhaupt Reichweite hin hat, weil die ist sehr weit weg da hinten, diese letzten vier Häuser. Komm. Wenn ich da drauf klicke oder wenn ich aufs Haus klicke? Nee, wenn du eine neue da hinten hinbaust, wo du eben vorhin haben wolltest. Achso. Ja, ich glaube, wir haben schon eine Reichweite, oder? Also viel tut sich da scheinbar nicht mehr. Ja, nee, schaut nicht so aus. Okay, dann können wir es so lassen. Gut. Okay. Okay, hier würde ich jetzt tatsächlich drei Fahrzeuge einsetzen, weil die Strecke sehr lang ist. Mhm. Okay. Dann machen wir das, Schiffe. Gott. Was hab ich an mir, dass... Also, ich musste schon Toni andauernd sagen, nenn mich nicht Boss oder so bei... Nenn mich so Captain. Nenn mich Admiral. Nee, wenn, dann mache ich so wie bei Star Trek 7. Nennen Sie mich Jim. Schau, das ist die Los A1. Ist die Einstraße wirklich so jetzt, oder was? Ach so, okay. Ja, okay. Los 1, Riva! Andele, andele! So, Passagier. 1, 2, 3. Zuweisen. Losa. Bus, Losa 1. Oh, schön. Wunderbar. Warte mal, die Schiffe, ich will so ein Herz irgendwie. Ja, ein bisschen missglücktes Herz, aber ich speichere mal. Ist das Herz eines Dreijährigen gemalt mit Kreide oder irgendwie so? Oh, Autosave, bitte. Ich will doch hier gerade speichern. So, dann du wolltest die Schiffe sehen? Ja. Ob die mittlerweile mal ein paar Passagiere an Bord haben? Nicht. Nö. Okay, der da unten vielleicht? Nope. Ja. Ja, genau. Nö, da ist noch keiner, aber es ist generell auch noch keiner auf der Straße irgendwie. Ein sehr verschlafenes Örtchen, dieses Irving. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Wir haben jetzt eine Buslinie. Was sind Busse? Da, guck an, Irving ist 145. Oh, das ist die was? 1, 2, 3, 4, 5 letzte Stadt oder was? Ja, 6 letzte. Wup, wup, Irving, geht ab bei dir. Läuft bei dir. Und Los Angeles, ja, Mittelfeld so. Aber bald, bald eine blühende Metropole. Ja, genau. Ja, ich fand schon sehr nah im gegenseitigen Fahrwasser. Ja. Ich finde auch schön, dass sie beide den Wind irgendwie jeweils nach hinten haben von ihren. Ja, mein Fähnchen, ne? Rauchschornstein-Dinger. Mein Wind geht in die Richtung und deiner genau in die andere Richtung. Stell dir vor. Stell dir vor. Okay. Ich meine, wir können das Ganze mit dem Schiff aber auch noch da hinten bauen. Ja. Oder hast du? Halt, ich würde jetzt ehrlich gesagt. Erstmal andere Ideen. Am Anfang. Genau, ich würde gerne mal nach Louisville. Da glotzen mich so viele Leute an, die ich gerne abfangen würde wollen. Und. Boah, Alter. Ich guck doch mal nebenbei so. Ja, ja. Das hat sich ausgebaut. Ja. Wir haben die 200er Obergrenze. Sag das nicht den Bayern. Und da haben wir noch 100.
Sollen wir da noch irgendwas anpassen? Oder sollen wir das erstmal so lassen? Willst du wirklich anpassen? Oje. Reiß die ganze Scheiße weg. Nein, ich würde sagen, 4 weitere Getreide, 4 weitere Viehtransporte und 4 weitere Lebensmitteltransporter. Okay. Kommt sofort. Ich sag jetzt, ja, das machen wir lieber noch. Stellst, genau. Ja. Spart ein bisschen Zeit einfach mal. Boah, aber echt ganz schön viel. Sind wir da nicht mit der Bahn sogar besser dran? Später mal ja, aber dafür fehlt uns auch irgendwie das Geld. Okay. Achso, jetzt kann ich nicht alle zuweisen. Egal, weil ich kann ja mal alle. Kann man markieren? Das weiß ich gerade gar nicht. Mit der Steuerung oder Shift irgendwie. Klick, probier gerade alles durch. Dann mach mal, klick mal die unten, das Brotding an. Ja, gute Idee. Dann weiß ich die extra zu. Ach Gott. Nee, verkauf die Brotdinger unten. Das ist ja sonst lästig hier mit diesen kleinen Fenstern. Eigentlich Riesenfenstern, aber oben links im Fenster ist jetzt so gerade sein Verkaufssymbol. Sonst weiß ich mal die zu einfach, oder? Warte mal, ich kann die gar so, nicht zuweisen. Auch, kannst du die auch manuell zuweisen? Kann ich die einzeln zuweisen? Ja, wenn du rechts auf dieses Liniensymbol klickst. Eins hört da. Okay, passt. Dann, Nahrung. Nahrung. Ist automatisch immer das nächste gleich gewählt. Kannst du eigentlich gleich genauso weitermachen. Oben. Nahrung. Hä? Ändert sich das was? Irgendwie sind es immer noch 4, oder? Wie war da immer noch 51? Okay, er bleibt auf dem 51er. Naja, sehr schön. Egal. Sogar 5 gekauft, aber wird auch reichen. Ja. Wir haben auch brauchen. So, Nahrung. Und jetzt kann ich alle zuweisen. Viehgetreide. Sehr schön. Ja, da ist was los. Ja. Was wolltest du vorher noch? Lexington. Ja? Lexington wolltest du? Nee, Louisville, oder? Nee, Lexington. Entschuldigung, Louisville, ja. Nee, Lexington. Erst will ich rein zum Saison. Nein, Lexington-Saison. Nein, Lexington-Saison. Nein, Lexington-Saison. da würde ich 2 weitere Pferde für die Buslinie einsetzen. Okay. 2 Pferde für die Buslinie, guckt sofort. Gut, Linie zuweisen. Lexington. Nein, Louisville. Göttlich. Dann klicken wir auf den Bahnhof. Winter, okay. Oh ja, da brauche ich nur. Oh Gott, ja. Ja, klicken wir auf den Bahnhof bei Winterfell. Das ist recht, die rechte Stadt von beiden gerade. Die Stars, Louisville. Okay, folgendes: Klick mal die. Winter Louisville, Winter Huntington. Okay, das ist okay. Wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Klick mal den Bahnhof an, genau, jetzt klickst du mal auf das Grüne. Bringt es hier nicht mehr, dass wir darauf schauen, wie der Intervall ist? Oder? Hier bei den S-Bahnen? 6 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, das heißt, wir bräuchten Huntington-Louisville eher mehr, oder? Ich gehe da eigentlich immer nach der Anzahl der Passagiere, die wartet, weil wenn die nicht zu lange warten, gehen die weg und dann kommt die auch nicht mehr wieder. Ja, das liegt an der Frequenz, oder? Wenn die zu lang warten, dass sie weggehen. Wenn die Frequenz 6 Minuten ist, sollte man da eher was machen, oder? Als bei jo, der, wo das ist ja eine andere Stadt. Ich sehe jetzt halt da am Bahnhof, dass da über 50 Leute warten. Okay. Und das ist aber nicht Huntington. Du gehst ja gerade auf die Huntington statt ja, da eigentlich. Genau, ich hätte jetzt Huntington Louisville gemacht. Diese Schnellbahn. Weil die, der den höchsten Intervall hat.
Ist ja auch die längste Strecke, ja. Aber da, wenn du jetzt aber eigentlich mal guckst, Huntington-Louisville ist die blaue Linie, da warten nur 8 Leute. Ja, weil die gerade unterwegs sind. Oder? Ich verstehe einfach nicht, was du meinst manchmal. Na, schau, jetzt fährt der Zug ein, jetzt wirst du gleich sehen, wie auf einmal da weniger warten. Ja, aber es geht ja nur... Ja, du wirst aber auch gleich sehen, dass nicht mal die Hälfte der Leute Zug an dem Platz hat. Naja. Na okay. So viel dazu. Hatten wir nicht 28er Waggons? Jetzt sieht's wieder so aus, als würde man hier machen wollen, Hanno. Du verstehst einfach nicht, was ich meine. Sehr schön. Also, nee, von da die Cargo, also wir haben insgesamt 56 und da haben wir sogar 84 bei Winter Louisville. Da haben wir schon aufgestockt. Okay. Ich muss sagen, ich habe dieses Fenster nie genutzt. Das ist interessant gerade. Ich nutze das mal eher nutzt. Ich weiß wie, ich habe die Linien immer dann erweitert, wenn ich gesehen habe, okay, da stehen jetzt viele gelbe Männchen. Passen die alle in einen Zug, ja oder nein? Mhm. Und wenn dann zu viele stehen bleiben, dann habe ich den Zug verlängert. Ich finde das ganz praktisch eigentlich. Die Übersicht. Wow. Und wenn du jetzt noch sagst, wie ich die lesen muss... Dass ich verstehe. Du hast halt die Frequenz da und du siehst halt, wenn du auch drüber fährst, siehst du genau, wie lange der wartet. Also 6 Minuten, 4 Sekunden bis... Eine Fahrtstrecke oder was? Nee, bis der nächste kommt quasi. Die Frequenz, also wie oft der da abfahrt. Der fährt also da alle 6 Minuten. Die Fahrtstrecke, 6 Minuten, 4 Sekunden zwischen diesen zwei Bahnhöfen. Ja, kann man so sehen. Okay. Also, oder Fahrtstrecke würde ich jetzt auch nicht sagen. Wir haben halt da einfach zum Beispiel bei Lexington Nahrung haben wir gerade so viel eingesetzt, dass da alle 37 Sekunden jemand kommt und was abholt. Also es ist dann nicht die Fahrtstrecke von 37, sondern alle 37 Sekunden wird ein Brot. Alle 37 Sekunden verliebt sich ein Brot. In ein Geschäft. Alle 37 Sekunden wird hier was abgeholt. Ja gut, da kommt aber wesentlich öfter halt ein Fahrzeug vorbei. Eben, weil da einfach, weil wir, das meinte ich damit. Weil wir hier 24 Fahrzeuge haben. Drum kommt das auch so oft. Oder 13 in dem Fall. Und wenn du jetzt mehr einsetzt, desto niedriger wird natürlich die Frequenz. Das heißt, wir sollten vielleicht noch einen Zug einsetzen bei Huntington Louisville, weil das unsere längste Frequenz ist. Und das da unten halt auch mit dem Wasser alle 9 Minuten, aber... Da warten aber eh nicht so die Leute. Das ist, sind 3 von 100. Also sind die ersten Fahrgäste, aber halt nur 3 Stück. So kannst du das lesen. Bei der Rate selber weiß ich gar nicht. Ungefähre Jahresdurchschnitt. Aber wenn wir jetzt... Poststadion. Wenn wir jetzt auf diese Strecke, die ja nur aus einem Gleis besteht, noch einen dritten Zug draufsetzen... Gehen die sich so gut aus, dass 2 immer auf diesen einzelnen Sondergleis sind? Weil eigentlich langt es doch aus, wenn wir dieser Strecke jeweils einen Waggon mehr geben, dass der Bahnhof komplett leer wird in der Zwischenzeit. Ja, könnte man auch machen. Weil es bleiben ja eigentlich immer auch wieder irgendwo welche stehen, weil die Züge halt voll sind. Dass wir da halt auch aufstocken. Auf die 84 Kapazität, nehme ich mal an, ist das, ne? Ja, ist auch eine Idee. Solange bis wir dann irgendwie zweigleisig fahren. Ja. Was ich sehr gerne machen würde. Oder was auch geht, wir haben ja eigentlich jetzt schon das Nachfolgermodell, vielleicht ist das ja sogar so schon schneller. Haben wir schon? Es kam doch eben eine Einblendung. Ja, es kommen tausende Einblendungen. Ich blick da nicht mehr durch. wo haben wir unser Depot? Winterfell, oder? Winterfell rechts, ja. Tschu-tschu. Verkehrt wäre es eh nicht, wenn wir das mal machen würden. Weil dann... Klicken wir auf die 3 Punkte. So, und jetzt kannst du zwischen Lokomotiven... Das sind die Triebwagen sozusagen. Elektrischen Diesel gibt es ja noch nicht. Also geht es auf Dampf oder halt Lokomotiven allgemein.
Und da gibt es jetzt schon drei Modelle. Wir fahren ja mit dem ersten, mit dem Baldwin Six Wheels. Okay, es gibt aber nur einen Passagierwagen. Okay. Ja, genau. Aber der Passagierwagen bringt ja nicht die Geschwindigkeit. Wenn du jetzt mal den Baldwin vergleichst, okay, der hat eine 60er Geschwindigkeit, der da drüber hat eine 45er und wir fahren gerade... Das ist übrigens mein Thumbnail. Also, nicht das hier jetzt, aber... Du wirst schon auf Thumbnail, da habe ich hier reingetrickst. Aber der kommt vor im Thumbnail. Der General. Aber den General fahren wir gerade gar nicht, oder? Wir fahren doch mit dem ganz obersten, mit dem ersten, oder? Egal. Nee, jetzt nur für mich, dass ich nicht, dass ich jetzt hier falsch denke. Ich glaube schon, dass wir mit dem ersten fahren. Mit dem Baldwin. Aber das hat mir halt so gut gefallen vom Bild. Design her, ne? Es gibt nämlich so ein lauter so PNGs von denen. Ich habe dann einfach so ein PNG verwendet, wo das halt so richtig schön von schräg von der Seite ist und dann halt rein in ein anderes Bild geschottet. Voll geil. Und oben drüber steht Tschutschut. Genau, der hat eine Geschwindigkeit von 45 und unser aktueller Zug, der Baldwin, ganz oben hat 40. So, das heißt, wenn wir den ganz untersten einsetzen, haben wir eigentlich schon gewonnen. So, jetzt machst du Folgendes, wir sparen dann jetzt mal ein bisschen. Ich muss nur gucken, ob die Zugkraft passt. Ja, sieht gut aus. Wird besser. Ja. Okay. Sollen wir es ersetzen? Ja, würde ich fast eher sagen. Sonst müssen wir die zurückjagen. Ja, müssen wir eigentlich eh, weil wir müssen ja einen zusätzlichen dazu bauen, kaufen, oder? Einen dritten Waggon. Das machen wir über den Zugersatz. Okay. Den finde ich gut. Falsche Strecke. Kann ich gleich mit allen machen eigentlich, oder? Nur wenn wir das Geld haben, ja. Eine Lok kostet 200.000, glaube ich. Okay. Achso, warte, erstmal Folgenende. Machen wir schon. Ich hab nicht vergessen, Start zu drücken. Ja, 36 Minuten. Oh. Dammit. Okay, na, dann machen wir da einen Cut und dann machen wir das in der nächsten Folge. Das wird nämlich ein bisschen ausführlicher werden. Ja. Okay, na dann danke euch fürs Zuschauen und an den Anu fürs Dabeisein, an den Captain, Admiral, Oberbefehlshaber, Chef vom Dienst. Ich bin der Captain aller Busfahrer, genau. Yeah! Busseholig, geil. Kann ich jetzt auch Omsi spielen damit? Nein, Chat. Jo, bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Kommentieren, abonnieren, liken. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.